Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Wir sind hier im Dorf der Verdammten und dieses Dorf der Verdammten wollen wir uns doch jetzt mal näher anschauen. Vor allem muss ich euch noch sagen, was wir hier wollen. Denn schließlich ist ja der Tempel und Super Mario im Wald, im 300 Rubine. Sagt mal, was soll ich mit den ganzen Rubinen? Oh, nicht du! Boah, verpiss dich und du halt's Maul, du Scheißkind da draußen! Wahnsinn, ey! Ja, hier hört's es jetzt nicht, aber da ist jetzt irgend so ein Trottelkind da draußen und heult sich da die Seele aus dem Leib, dass es irgendwie einen Lutscher nicht kriegt oder keine Ahnung, schieß mich tot! Oh, Mann! Egal. Was bist denn du? Hey, bei dir gab's ein Herzteil, das weiß ich. Das weiß ich hundertprozentig, dass es bei dir ein Herzteil gab. Wie viele Truhen darf ich öffnen? Zwei. Ich weiß, dass es da ein Herzteil gibt, das weiß ich. Also kann ich meine Geld jetzt doch ganz gut gebrauchen. Gut, und? Was ist hier? 100 Rubine, okay, jetzt habe ich das Geld wieder drin. Nochmal 100 Rubine. Hi. Na du? Nochmal 100 Rubine. Und ein Rubin. Ah, da haben wir es ja schon. Ging ja schneller als ich dachte. So, und jetzt ist mein Vorrat an Herzteilen wieder erschöpft. Mein Wissen. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt noch ein Herzteil sein soll. Ich kann mir bei den Feen kaufen. Hä, hab ich doch. Wo hab ich die drin? Bin ich jetzt blöd? Wo hab ich die Feen her? Hä? Bin ich jetzt ganz behindert? Wo hab ich die Feen her? Gut, aber ich gebe die jetzt einfach raus und her damit. Weil. Ja. Die goldene Biene kostet nichts. Okay, ich dachte schon, der will mir die goldene Biene jetzt einfach so schenken. Ja, Leute, was macht die Biene? Was macht die goldene Biene? Die Biene ist eine Biene, die ganz normal den Gegner angreift, sage ich jetzt einmal. Und natürlich auch vom Gegner zerstört werden kann, bla bla bla. Sie hilft mir einfach beim Kämpfen. Okay, von dir brauche ich nichts. Die goldene Biene hingegen ist eine Biene, die total ausflippt. Soll heißen, der ist es relativ Wayne, ob die jetzt vom Gegner getroffen wird oder nicht. Die flippt so lange aus und stachert so lange auf den Gegner ein, bis er besiegt ist. Und ich merke, ich kann es hier noch gar nicht machen. Schön. Ach, da fällt mir ein, da drüben ist ja noch ein Herzteil. Ja, da ist auch nur ein Herzteil. Das fällt mir jetzt gerade ein. Aber hier kann ich, das kann ich noch nicht hochheben. Gut, dann muss ich das jetzt verschieben. Und wir machen mal den dritten Tempel. Oder fällt mir sonst noch irgendwas ein? Hör auf mich zu nerven, pass gefälligst auf, wenn du in diesen Tempel läufst. Was willst du, Mann? Was willst du, Mann? Was willst du, Mann? Gut. Also, ab in die verlorenen Wälder. Na komm. Putz, putz. Diese Musik ist geil. Ich liebe sie zu sehr. Die ist vom Todesberg. Das ist auch ein super schönes Level. Nur der Schildkrötenfelsen ist verfurcht noch schwer.
Was ist das Wort verfurcht? Ich wollte eigentlich sagen verhurt. Doch ich habe mich versprochen und hier bin ich verhallt. Deswegen verlasse ich die Wälder und hör auf zu singen. Was auch, denk mal, besser für uns alle ist. Und du kommst her. Fee, Fee, mach keine Fee. Fee? Wo ist die Fee? Mach doch nicht solche Mätzchen hier. Wahnsinn, ey. Nein, ich werde jetzt nicht wieder anfangen zu singen. Gut, ach, die Viecher hasse ich, die können alles von ihr fressen. Okay, das war, glaube ich, ein Eingang zum Tempel. Glaube ich. Da bin ich außen rum. Ist das der Haupteingang? Egal, Level 3, Skelettwald. Ich mag ihn nicht. Weil sie eben auch mehrere Eingänge gibt. Und somit ist das Level, kann das Level ziemlich kompliziert werden. Okay. Wir haben schon mal die Karte. Das ist schon mal gut. Gut. Und das war's auch schon. Mehr können wir hier nicht machen. Schön. Alles klar. Leute, das war der Tempel. Das war Level 3. Danke fürs Zusehen. Ja, in Level 3 gibt's halt keine... Naja, wo bringst du mich hin, mein hübsches Kind? Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass diese Skelette, die da oben sind, dass das Arschlöcher sind und... Oder auch nicht. Gut, ich hatte es irgendwie in Erinnerung, dass die da rauskommen können. Das will ich jetzt wissen. Komm her. Habe ich anscheinend irgendwie falsch in Erinnerung. Upsala, Entschuldigung, ins Herz gekommen. Nein, man merkt gar nicht, dass der Boomerang meine Lieblingswaffe ist, dass ich ihn immer wieder ausrüste. Gut, kann ich das irgendwie damit beeinflussen? Ja, kann ich. Sehr schön. Okay. Gut, jetzt machen wir aber zuerst euch hier weg. Da. Schön! Schön, ich habe den Weg zum großen Ding, Truhe, Dingenskirchen gefunden, zum Item. Ja. Ach so, ja, klar. So, ich bin im Kreis gelaufen. So ist das. Ach so. Ja, klar, warum denn nicht? Ach, so ein schönes Spiel aber auch. Halleluja, ey. Gut, dann probieren wir mal den Eingang aus. Ihr seht gefährlich aus. Und ihr haltet zu viel aus. Nein! Ich hasse diese Hände. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Ich glaube, die haben eine Teufelskalle, glaube ich. Die haben, glaube ich, die haben einen Namen, ja, aber ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Egal. Gehen wir mal hier durch. Ja, nehmen wir mal kurz den schnelleren Weg. Ja, ich wollte wieder hin. Also ich habe mich jetzt absichtlich fallen lassen. Ey, wollt ihr mich jetzt verarschen? Diese scheiß Hände regen mich sowas von auf. So. Jetzt komm her, du dumme Hand. Na komm. Komm. Na, wo bleibt sie denn? Ich kann nicht ewig an einem... Ach, jetzt bin ich zu dumm.
unbedingt die Hand mit verbrennen, aber wenn sie nicht will, dann halt nicht. Ach, da bist du. Brennender Hölle, du Mistviech. Oh, wie ich diese Viecher hasse. Vor allem schön ist es halt, wenn man mitten im Temp. Ja. Vor allem schön ist es halt, wenn man mitdenken dieses Spiel spielt, weil dann würde diese Handlungen sogar Sinn machen, die man hier tuten. Ich hab mich schon gewundert, ey, da steht doch mitten drauf. Okay, auf euch habe ich wieder keinen Bock. Wir verschwenden jetzt sinnlos unsere Magie. Gut. Was gibt's hier Schönes? Was? Okay, der große Schlüssel. Gut, warum nicht? Das ist alles. Ich hab gedacht, jetzt ist da vielleicht eine Fee. Na toll. Gut. Leute, wir wissen noch, wie wir zum großen Schlüssel kommen. Wir gehen hier raus. Kommen da nicht vorbei. Gehen also außen rum. So. Oh. Boah, wie unfair der jetzt war. Den habe ich gar nicht gesehen. Mord im Dunkeln hier oder was? Boah, ist ja übelst unfair. Alter. Oh, was sie meine entzündeten Augen. Wieso habe ich mich umgedreht? Behindert oder was? Hallo? Wahnsinn. Gut, jetzt brauche ich wieder Herzen. Schön. Ich brauche noch mehr Herzen, ich brauche Herzen. Halt, da musste ich. So. Gut, aber vorher will ich jetzt was ausprobieren. Und zwar hier hinten. Okay, ja. Schön. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Ja. Ja, und jetzt haben wir ihn, den Schatz des Tempels. Den Feuerstab. Der magische Feuerstab. Er beherrscht rotglühendes Feuer. Acht auf deine Magieanzeige. Schön. Ja. Was er uns jetzt bringen soll, weiß ich beim besten Willen noch nicht. Denn, wir können mit dem Feuerstab genau das gleiche machen wie mit der Lampe. Schade. Einen Schlüssel habe ich auch keinen. Und ich weiß nicht, wie ich irgendwo anders hinkomme. Ich will es auch gar nicht ausprobieren, nicht auf jeden Fall. Geh weg. Ja, wir sind gleich nochmal tot, natürlich. Ja. Gut, wo ist jetzt der Eingang, den ich brauche? Ich weiß es nicht. Okay, dann dreht sich der liebe Link halt nicht um. Sehen, ob ich von hier aus irgendwie zum anderen Eingang komme. Nein. Psst, gehst du weg. Da komme ich nicht rüber. Hier ist mir der Eingang verwehrt. Dann gehen wir hier mal raus. So.
Zum Beispiel kann ich mich gar nicht erinnern. Sieht aber nach Tempel aus. Ha, ich habe eine Idee. Hier. Ich bin doch ein Trottel. Dann nimm ich doch lieber mal den. Ich habe jetzt schon gedacht, der bringt auch nichts. Gut. Ja. Gut. Level 3, Skelettwald. Okay. Dann schauen wir mal, was da unten noch Schönes drin ist. Und... kommen da gar nicht vorbei. Aber Leute, ich beende hier die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Part von The Legend of Zelda Link to the Past. Und bevor ich den Part beende, will ich euch nur sagen, ich hole mir, bevor der nächste Part beginnt, offscreen nochmal zwei Feen, denn ich will keinen Nervenkitzel wieder. Deswegen Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann Leute, see ya!